wie sie das für einen echten Ruhrgebietler gehört, hat er natürlich einen polnischen Namen. Daniel Poznanski ist sein Name und auch er freut sich natürlich über Ihren Applaus. Herr Poznanski, wenn ich richtig informiert bin, hat es in der Geschichte der FDP ein einziges Mal einen Direktkandidaten gegeben, der seinen Wahlkreis direkt gewonnen hat. Und das war Hans-Dietrich Genscher kurz nach der Wiedervereinigung in Halle. Das heißt, Sie stehen auf relativ verlorenen Posten so als Direktkandidat. Was motiviert Sie, sowas trotzdem anzustreben? Also da muss ich Sie jetzt erstmal korrigieren. Es war nicht Hans-Dietrich Genscher, sondern es war Uwe Löhr, der damalige Generalsekretär, der aber im Wahlkreis Halle kandidiert hat und es war der Genscher-Bonus. Also ich denke, da müssen wir noch einiges machen. Aber wenn Sie alle mithelfen, wenn Sie dabei sind, dann schaffen wir hier in Dortmund das Wunder und Sie müssen einfach Erst- und Zweitstimme FDP wählen. Dann haben wir einen zweiten Direktkandidaten und Dortmund kommt ins Guinness-Buch der Rekorde. Kann zumindest Geschichte schreiben. Was hätten denn die Dortmunder davon, wenn sie in den Deutschen Bundestag nach Berlin entsenden? Ja, ich denke, für mich persönlich sind die Themen Bürgerrechte, Menschenrechte, Mittelstand, Entbürokratisierung und Bildung sehr wichtig. Ich glaube, was die Dortmunderinnen und Dortmunder besonders davon hätten, wenn ich da wäre, ich würde mich wirklich dafür stark machen, dass wir diese überbordende Bürokratie, die sich in allen Ecken breit macht, die überall hinkriecht und die uns wirklich lähmt, dass wir diese Bürokratie ein bisschen zurückdrängen, das ist eins meiner ganz großen Themen. Es kommt daher, dass ich halt auch überall mit dieser Bürokratie in Berührung komme und mich als Bürger, aber natürlich auch als jemand, der hier in dieser Stadt arbeitet, immer wieder komme ich an diese Mauer und da kommt dann wieder eine Bürokratie und eine Sperre und es ärgert mich. Und ich denke, da sollten wir anpacken und ich glaube, das kennen Sie natürlich auch alle. Nun hört man, ja, ich finde, das hat durchaus einen Applaus verdient. Nun hört man so oft von Menschen, wenn die eine Zeit lang außerhalb Deutschlands gelebt haben und nach Deutschland zurückkommen, dass sie sagen, eigentlich ist es ja ganz schön hier, hier ist alles so schön wohlgeordnet, hier funktioniert alles, gehört da nicht die Bürokratie auch so ein bisschen dazu? Es ist keine Frage, dass die Bürokratie auch ein bisschen dazugehört, aber wie Sie es schon so sagen, sie gehört auch ein bisschen dazu. Der Bund der Steuerzahler hat ausgerechnet, wenn wir nur die unnötigsten Gesetze, die es gibt, abschaffen würden, nur die unnötigsten, die überhaupt kein Mensch braucht, würden wir schon an die 500.000 Arbeitsplätze schaffen. 500.000 Arbeitsplätze für das Abschaffen von unnötigen Dingen. Ich will ja nicht sagen, dass wir hier überhaupt keine Regeln mehr haben, ganz und gar nicht. Ich selbst bin von Hause aus Jurist, also Regeln sind schon wichtig, aber wir sollen es nicht übertreiben mit den Juristen und manchmal sind die Juristen natürlich auch ein bisschen Bremser und vielleicht wäre der eine oder andere Jurist an einer Stelle weniger sinnvoll oder ein Jurist, der sich die Entbürokratisierung auf die Fahne geschrieben hat, dann doch auch ganz sinnig. Müssen Sie vielleicht mal erklären, der erste Gedanke ist ja, wenn ich Bürokratie abbaue, dann verlieren wir erstmal Arbeitsplätze, nämlich die der Bürokraten. Um es mal vereinfacht und ein bisschen polemisch auszudrücken. Sie haben gerade gesagt, 500.000 Arbeitsplätze könnten gewonnen werden. Wie das denn? Ja, ich denke, es gibt einfach viele Bereiche, vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen, wo Regelungen da sind, die fürchterlich lange brauchen, die es den Menschen auch schwer machen, einfach ihrer Arbeit nachzugehen. Also meine Frau hat zum Beispiel neben ihrer Tätigkeit, ist sie noch selbstständig mit einer kleinen Firma und auch dort merke ich überall, wo sie dann etwas machen will, wo sie natürlich auch Umsatz schaffen würde, da kommen wieder kleine Hürden, da kann sie das dann nicht machen und da wird dann halt kein Umsatz gemacht. Aber auch in anderen Bereichen, jetzt bei uns in der Firma, wenn wir etwas machen, dann ist auch diese und jene Sache, wo es schwierig ist, wo wir sagen, da würden wir Leute einstellen, wenn wir das lockerer machen könnten. Oder gründen Sie mal eine Firma. Die vielen bürokratischen Hemmnisse, bis Sie diese Firma gegründet haben, und das ist jetzt kein spezielles Dortmunder Problem, das ist einfach ein bundesweites Problem und ich will auch nicht sagen, dass es in anderen Ländern viel besser ist. Auch in anderen Ländern gibt es überbordende Bürokratie, aber wir können ja hier in Deutschland mal anfangen, die unsinnigen Sachen abzuschaffen. Ich habe mal gehört, es gibt insbesondere bei den neuen EU-Ländern einige Länder, da kann man eine Firma innerhalb von 3 Tagen gründen, in Deutschland dauert es mindestens 3 Monate. Ich würde gerne noch was anderes ansprechen. Sie haben ganz am Anfang gesagt, Sie möchten sich für mehr Bürgerrechte einsetzen. Würde vielleicht der eine oder die andere sagen, wir haben doch Rechte, wir dürfen wählen, andere dürfen das nicht, wir können frei überall hingehen, niemand hindert uns daran. Wo ist denn das Problem mit den Bürgerrechten? Sehen Sie da Schwierigkeiten in Deutschland? Ja, das sehe ich schon. Ich glaube, die FDP war schon notwendig, schon bei der alten gemeinsamen Regierung mit der Union und sie wird es mit der neuen gemeinsamen Regierung mit der Union, die wir hoffentlich nach dem 27.09., wenn sie alle fleißig FDP wählen, schaffen werden, dann braucht die Union auf jeden Fall eine Bremse, denn wir sehen alle, was Herr Schäuble da so plant. Übrigens, Herr Schily von den Sozialdemokraten ist da keineswegs besser, was die alle so planen. Da denke ich, da ist das große Stoppschild notwendig. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir nicht überall in die Computer der Leute schnüffeln, dass
wir in die letzten Winkel der Wohnungen kriechen, dass wir überall dafür sorgen, dass es keine Privatsphäre mehr gibt. Ein Mehr an Sicherheit wird sicher nicht dadurch gewonnen, dass wir die Bürgerrechte abschaffen, sondern wir müssen hier mit Maß dafür sorgen, dass natürlich der Sicherheit Rechnung getragen wird, aber das bedeutet eben nicht, dass wir sowas wie Vorratsdatenspeicherung und dass all solche Dinge gemacht werden, sondern hier ist einfach ein vernünftiges Maß notwendig und da wird die FDP ganz wichtig in der Regierung sein, um einfach zu sagen, stopp, lieber Herr Schäuble oder auch lieber Herr Schily oder wer da sonst die Bürgerrechte abschaffen will, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Wir gewinnen nicht mehr an Sicherheit, wenn wir unsere Rechte, unsere Bürgerrechte abschaffen. Meine Damen und Herren, Daniel Posnanski, einer Ihrer beiden Direktkandidaten hier in Dortmund. Den anderen werden Sie gleich noch kennenlernen. Herzlichen Dank, Herr Posnanski. Und ich denke, sein Plädoyer ist deutlich rübergekommen. Am besten beide Stimmen der FDP geben. Da kann eigentlich nichts schiefgehen am 27. September. Sehr herzlichen Dank. Und wir machen noch ein klein bisschen weiter mit Musik. Gleich um 17 Uhr werden Sie Ihren anderen Direktkandidaten kennenlernen. Der wird gleich auf die Bühne kommen. Michael Kauch ist sein Name.